Hallo mein Freund und herzlich willkommen zum Widerstandsevent bei Ghost Recon Breakpoint. Um die erste Mission zu starten, Hilfe für den Widerstand, müssen wir hier in Erebon mit dem Funkgerät interagieren, was wir jetzt auch sofort tun. Hier ist Haruhi Ito. Ich spreche im Namen der Outcasts. Wir widersetzen uns der illegalen Besetzung von Aurora durch Sentinel. Sie haben eine unserer Stellungen angegriffen. Die Verluste sind... Nun ja, enorm. Diese Möchtegern-Faschisten haben eine Menge guter Leute auf dem Gewissen. Ingenieure, Forscher, Menschen, die ihr bequemes Leben aufgegeben haben, um gegen die Tyrannei zu kämpfen. Die hören erst auf, wenn wir alle tot sind. Aber wir werden nicht aufhören, für die Menschen zu kämpfen, egal was es kostet. Wir zeigen Sentinel, dass sie uns nicht kleinkriegen. Wir sind der Widerstand. Wir planen gezielte Angriffe auf ihre Truppen. Und wir dürfen nicht scheitern. Wir rufen alle auf, sich uns anzuschließen. Allein kriegt Sentinel uns klein. Aber gemeinsam sind wir unbesiegbar. Jawohl, ja. Erhalten Sie Aufklärungsdaten von Haruhi Ito. Ich vermute... Ja, Kampfmaschine. Da wären wir. Schön, dass Sie wieder hier sind. Okay. Stone hat uns ganz schön dezimiert. Wir müssen zurückschlagen. Ich habe Ziele ausgewählt, die entscheidend sein könnten. Meine Leute können sie vor Ort einweisen. Verstanden. Ich muss sagen, sie geben ganz schön Gas. Tja, wir haben alle Hände voll zu tun. Ito und ihre Leute werden Hilfe brauchen. Okay, das war schon die erste Mission. Gut, dann beende ich die Folge hier aber natürlich nicht, denn eine 2-Minuten-Folge wäre schon ein bisschen, ja, unter meiner Würde. Ich habe die besten Sachen. Ein bisschen lächerlich. Ich würde mir gerne die ACR kaufen. Die normale. Habe ich die schon? Ich habe die scheinbar schon. Ich würde nämlich jetzt tatsächlich mal ja, und meine geliebte 416 durch die ACR austauschen. Ah ja, tatsächlich, ich habe sogar die Brown. Ist die noch gepimpt? Nein, ist noch nicht gepimpt. Dann, oh mein Gott, mir fehlen Sturmgewehrteile. Ja, kurzer Lauf. Erweitertes Magazin, Schalldämpfer, Laufabdeckung, Maul DA. Und das hier oder die Digitalzieloptik wie gehabt. Schwierig. Ich mag die Digitalzieloptik an und für sich ganz gerne. Aber ich gehe jetzt hier mal damit. Einschafft den verbesserten. Auto-Einzelschuss läuft. Und hier den angewinkelten Kurzgriff Shift wie gehabt. Haben wir vielleicht noch eine coole Lackierung? Ah, nee, komm. Lassen wir schwarz. Nur gesäubert. Ein gutes. Warum hat er das jetzt übernommen? Ich habe gar nicht drauf geklickt. Ja, schwarz. So. Wunderbar. Hättest du damit gerechnet? So, wo müssen wir hin? Mit Matt Schulz sprechen. Nein. Das ist denn die Nebenmission, die ich angepinnt habe. Wir müssen die nächste Widerstandsmission auswählen. Eine der nächsten. Fangen wir direkt mit der nächsten an. Auf die Straße. Wunderbar. Das ist 14 Kilometer. Oh mein Gott, ist das so weit weg? Naja, aber ist halt so. Sehe ich auf der Karte, wo es ist? Oder eher nicht? Wir hätten auch noch was in Sinking Country. Naja, wurscht. Ich gehe einfach mal hier zu diesem Biwak und dann schauen wir weiter, ob das dort ist. Und wenn nicht, dann reisen wir einfach weiter. Zukünftig werde ich dann die Mission über die Karte auswählen. Auch wenn die jetzt hier nicht ist, werde ich das ebenfalls tun. Einmal umgucken. Immer noch 4 Kilometer in diese Richtung. Also die Frage ist, ist da drüben? Oder noch hier hin?
auf der Jagd nach der Mission. Ich wollte jetzt halt ungern 14 Kilometer im Heli fliegen, denn das dauert dann halt auch wieder lang. Da drüben ist es. Nein, das ist die Nebenmission. Die kann ich jetzt eigentlich über die Karte machen. Hey. Entfernen. So. So, die ist jetzt 2 Kilometer noch in die Richtung. Also doch im nächsten Gebiet. 2 Kilometer im nächsten Gebiet. Dann hier vielleicht. Meine Güte. Biwakopping nenne ich das. So, dann gerade hier mit dem Mikrofon nochmal neu platzieren. Bisschen neu positionieren. Gut. So. Wo ist es? Sie ist nicht mehr. Sie ist wirklich nicht mehr. Seht ihr das noch? Wo ist es? Gepinnt ist es noch. Ich sehe es nicht mehr. Hallo? Wo ist es? Ja. Nun. Da unten. Gefunden. Gefildet. So. Wir können beim Fallschirm springen da. Natürlich nur, wenn Nomad auch Lust hat, Fallschirm zu springen. Ja, nice. Guten Tag, die Dame. Rizos Freundin? Nomad, Gott sei Dank. Ohne sie würden wir das nicht schaffen. Seien Sie nicht so voreilig. Ihre Leute haben sich wirklich entwickelt. Tja, Sentinel schickt immer mehr Konvois los. Sie suchen überall nach uns und schlagen dazu, wo wir uns sicher fühlen. Aber zum Glück haben wir ihre Marschrouten. Ich frage nicht, wie sie die bekommen haben. War bestimmt nicht einfach. Unsere Leute sind ernsthaft in Gefahr. Wir müssen diese Konvois aufhalten. Einer ist auf dem Weg hierher. Wir legen einen Hinterhalt. Gut, Stone soll sehen, dass die Outcasts unter keinen Umständen aufgeben. Gut. Nomad hilft uns und der Konvoi kommt in Position. Gut, dann machen wir den Schalldämpfer auf jeden Fall runter. Die Frage, aus welcher Richtung kommt der Konvoi? Vorsicht jetzt, die haben was bemerkt. Was geht denn hier ab? Los, der Konvoi kommt. Haltet euch bereit. Ja, wenn der Konvoi kommt. Straße hier ist vorbereitet. Ich weiß halt immer noch nicht. Von wo? Ah, von da. Alles klar. Zerquetscht sie! Okay, alles hört auf mein Kommando. Sprengung in 3, 2, 1. Sprengung! What? Haben zwei Fahrzeuge überlebt da vorne? Ja! Los, Teamkameraden! Kommando beamen! Wir müssen hinterher! Beamt euch gefälligst zu meiner Karre! Wo sind die Teamkameraden? Warum beamen die sich nicht? Die haben sich gebeamt. Nur einer nicht. Das ist schlecht. Ja, jetzt! Feuer! Okay, alle ausgeschaltet, nice. Pflänzchen einsammeln. Das machen wir ganz GTA-Style. So. Vielleicht reicht da eine schon. Bam. Einsatz abgeschlossen auf die Straße. Also wenn die Missionen hier alle nur so kurz sind, dann würde ich tatsächlich dazu tendieren. Mehrere Missionen in eine Folge zu packen. Wir können ja mal schauen, die nächste Mission wäre wo? Hier haben wir 2 in New Stirling. Haben wir den Outcast beim Angriff auf das Lager helfen.
Das ist halt blöd. Hier steht halt nichts. Für den Entdeckermodus wäre das voll dumm. Den Outcast beim Angriff auf das Lager helfen, mit dem Outcast-Kundschafter sprechen. Ja, wo ist der? Ich habe ja leider diesen blöden Bug, dass mir hier auf der Karte in diesem Spielstand nicht angezeigt wird, wo ich hin muss. Obwohl der geführte Modus an ist. Sorry für das Knacken, das war keine Absicht. So, wo müssen wir hin? Ist die Frage. Ich sehe wieder nichts. Wo ist denn dieser Missionsmarker schon wieder? Da hinten 4 Kilometer in diese Richtung. In diese Richtung 4 Kilometer, das wäre ungefähr hier wahrscheinlich. Ich gehe mal zu diesem Biwak hier. Da müsste es links sein, also links von der Position jetzt. Also links von der Blickrichtung her. Okay, hab mich geirrt, ist genau geradeaus. 800 Meter, da unten werden wir irgendwo ein Fahrzeug bekommen, nehme ich an. Vorsicht, wir haben Zivilisten. Feind in der Nähe. Ein Naturtalent. Ich habe noch gar keine. Ich habe noch keine richtige. Ja, also die 416 bin ich halt gewohnt, ne? Die ACR bin ich jetzt im Moment nicht gewohnt. Deshalb schieße ich mit der gerade wie ein Anfänger. Wie viele Feinde sind denn da? Okay, Team, Feuer frei. Team, Feuer frei. Zeig's ihn! Geht doch. Verschaff uns mehr Feuerkraft, Fixit. Irgendwie das dumpfe Gefühl, ich hätte bei der 416 bleiben. Hunderte Stunden 416 gespielt. Und wechsel dann auf einmal die Waffe. Und es gibt kein Fahrzeug hier. Hallo? Beziehungsweise kein Fahrzeug mehr. Das sind zwei kaputte. Da wird noch rumgeballert. Alter Schwede. Ah, komm, die Outcasts machen das schon. Ich lade mal durch und dann. Helikopter fliegt in unsere Richtung. Ein Dunkelikopter. Verdammt. Uiuiuiui. Ich mach dann vielleicht so. Ja, folgen 15, 20 Minuten. Vielleicht so in dem Dreh. Schauen wir mal, wie es aussieht. Drohne deaktiviert. Gerade wenn man sie mal brauchen kann. 300 Meter, kriegen wir hin. Ich hoffe nur, mein PC bluescreent nicht. Der hat seit 2-3 Wochen ein kleines Hitzeproblem. Ich muss da mal noch mal die Wärmeleitpaste austauschen. Hab ich zuerst vor einem Jahr gemacht, aber naja, mein PC ist ja permanent unter relativ hoher Last, daher kann das schon sein, dass es an der Wärmeleitpaste liegt, denn so warm ist es hier in der Wohnung nicht tatsächlich, dass das gerechtfertigt wäre, dass der dauernd bei 88, 90 Grad läuft. Nomad, Sie haben es geschafft. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Sentinel hat einige Lager verstärkt und nutzt sie als Kommandozentrale für ihre Offensive gegen uns. Wir müssen hart zuschlagen. Okay, wie lautet der Plan? Wir warten als Reserve, falls es Probleme gibt. Sobald Sie den Panikknopf drücken, sind wir da. Alles klar, also auf mein Zeichen. Nachtsicht wird aktiviert.
fette Typ wie Prinzessin seine Weniger. Ich verschaff dir Überblick. Das sollte helfen. Ich hab genug davon. Wir werden sowieso nicht. Ich hab echt genug von dir. Ganz hart. Geschütz voraus. Wow, Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Nachtsichtbrille aktiviert. Ich stehe hier draußen und finde nichts. Doch einfach den Rand. Der Feind ist hier! Der Schlimme ist tot! Sie kommen! Verdammt, wir wurden entdeckt! Mann am Boden! Geh in Deckung! Hey, hey, hey! Seid wachsam! Wir haben Gesellschaft! Aufpassen, wir sind nicht allein! Verstanden! Geben wir unser Bestes! Wollen wir sie uns! Wir haben Hilfe! Das sind Kopfschmerzen! Aktiv! Mehr Feuerkraft, Fixit. Ich hab nichts dagegen. Daumen drücken. Schwergewicht ist tot. Ich schieße. Feind ausgeschaltet. Sentinel kommt ja nicht wieder rein. Die drängt vorwärts, nicht zurückfallen. Die Drohne hat sich ausgeschaltet. Das Nadel soll unten, die kommt hier. Hier kommt ihr niemals wieder rein. Kleine Bedeckung. Dieses Lager kriegt ihr nicht wieder, ihr Sackgesichter. Oh shit, ich kommentiere und hatte das Mikrofon stumm geschaltet. Das ist natürlich suboptimal. Verdammt. Ach, verdammt. Und jetzt habe ich auf die Taste gedrückt, um. Ja. Danke. Zum Aktivieren des Mikrofons und hab's. Hab kurz nicht aufgepasst, ja. Team, Feuer frei. Hat das jetzt gemacht? Team, Feuer frei. Feuer frei. Sorry für die Stille eben. Ich habe einfach vergessen, nach der Cutscene
War ja keine richtige Cutscene. Haben wir da noch Feinde oder? Ne, da ist nichts mehr. Hab ich vergessen, das Mikrofon wieder zu aktivieren. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Immer dann, wenn ich mich am besten fühle beim Kommentieren. Immer wenn ich besonders cool kommentiere, vergesse ich das. Wird aber immer noch bekämpft. Sollte Schaden anrichten. War's das? Was ist mit dem Heli? Ich starte die Kampfdrohne. Ja, mach mal. Wo ist der Heli? Da ist er. Ist das wirklich ein böser Heli? Jupp, ist ein böser Heli. War ein böser Heli. Gut. Wunderbar. Da haben wir jetzt, wenn man die erste 2-Minuten-Mission den Funkspruch mitzählt, haben wir 3 Missionen in der Folge. Ich denke, das reicht auch. Ich gucke halt so, dass ich 15 bis 20 Minuten Folgen mache. Ist jetzt schon ein bisschen über den 20 Minuten, aber ja. Gut, dann auf jeden Fall. Ich hoffe, du hattest Spaß, auch wenn ich leider am Ende aus Versehen stumm geschaltet war. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.